Herzlich willkommen bei Andis Zungen-Aquaplaning Küchengeschichtel. Eine Frage, die mir sehr oft gestellt wird, ist, Herr Walter, was war denn eigentlich einer der ersten Sachen, die Sie im Gastgewerbe gelernt haben? Das war ganz klar das Mitdenken. Weil ich glaube, es ist in jedem Beruf heute wichtig, dass man mitdenkt, aber im Gastgewerbe auch ganz besonders. Und da gibt es eine kleine Anekdote. Wir hatten früher sehr viel Frühstücksgeschäft. Und der absolute Renner waren extra Wurstsäme mit Gurkerl. Und ich habe einmal die Mutter überraschen wollen, bin früh ins Geschäft gekommen und habe die extra Wurstsäme gemacht. Gesagt getan, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass die Wurstsäme nicht gegangen sind. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, bis mich meine Mutter dann noch ein Geschäft zu sich geholt hat. Und eins muss man der Mutter lassen, sie hat immer eine sehr nette Art gehabt, mir etwas zu erklären. So zu erklären, dass ich motiviert war und nicht, dass ich gesagt habe oder mir gedacht habe, weißt du was, hau einen Hut drauf, ich will nicht mehr. Die Mutter hat mir nämlich dann zum Denken gegeben und gesagt, Andreas, probier es einmal, in die Semmel nicht drei dicke Bladelwursteine zu geben und diese zuzudecken, so dass keiner sieht, was drinnen ist, sondern nimm ganz einfach sechs dünnere Scheiben, lass sie raushängen und drapier sie mit einem Essiggurkerl. Du wirst sehen, wir werden die Wurstsäme wie das erste verkaufen. Und sie hat vollkommen recht gehabt. Und deswegen mitdenken, extrem wichtig.